Schön, dass du hier bist für neues Training. Heute kümmern wir uns vor allen Dingen um deinen Po und die Beinaußenseite und wir nutzen dafür unser Miniband. Wenn du das erste Mal mit mir trainierst, ich bin Kerstin und ich zeige dir, dass du überall trainieren kannst, egal wo du bist, auch in so einem wunderschönen Garten, wie ich momentan bin. Das Einzige, was du brauchst, ist die Gewohnheit zu trainieren. Wir legen uns als allererstes unser Band um die Beine, also leg das Band über deine Knie und dann komm erstmal in den Vierfüßlerstand. Setz die Hände und deine Knie auf deine Matte auf und zieh erstmal die Schultern weg von den Ohren, den Bauch nach innen. Und jetzt verlager dein Gewicht auf ein Knie und zieh dein anderes Bein seitlich nach oben. Und während du die Bewegung machst, achtest du darauf, dass dein Bauch schön angespannt bleibt und dein Körper hier in der Mitte, also dass du nicht zur Seite hin und her wackelst. Also zieh dein Bein nach oben, atme aus dabei und wenn du tief gehst, dann atme wieder ein. Dein Kopf bleibt schön in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Ein letztes Mal und dann lass dein Knie seitlich oben und mach ganz kleine Bewegungen. Also wir federn seitlich hoch. Check nochmal, ob dein Bauch nach innen gezogen ist und du immer noch gut atmest. Die letzten vier. Drei. Mach dich bereit. Es gibt Kreise. Du ziehst dein Bein nach oben, dann nach hinten und dann wieder tief. Seitlich hoch, nach hinten. Und tief. Schön weiteratmen. Gut, nur noch vier Stück auf dieser Seite. Ein letzter. Setz dein Knie nach unten ab, richte dich wieder in der Mitte aus und wir gehen seitlich auf und ab mit dem zweiten Bein. Atme aus, wenn dein Bein zur Seite geht und atme ein, wenn du mit dem Knie wieder nach unten gehst. Pass wieder ein bisschen auf, dass dein Körpergewicht hier in der Mitte bleibt und du nicht zur Seite shiftest. Sehr gut, nur noch vier. Mach dich bereit für die kleinen Pulses. Wir bleiben oben. Klitzekleine Bewegungen. Zieh hoch, hoch. Ich hoffe, du spürst langsam was in der Beinaußenseite und im Po. Es geht weiter mit den Kreisen. Zieh dein Bein nach hinten. Tief und dann wieder an der Seite hoch. Richtig große Bewegungen. Die allerletzten vier Stück. Ein letzter. Setz dich nach unten ab, komm mal ganz kurz in den Fersensitz, zieh dich in die Länge. Und dann richte dich wieder auf und leg dich auf eine Seite. Schön bequem ablegen. Und dein oberes Bein geht auf und ab. Wieder darauf achten, dass du den Bauch aktiv nach innen gezogen hast. Gut, nur noch vier Stück für die Variante. Vier. Jetzt bleib oben, dreh dein Knie zum Knie und dann die Ferse zur Ferse. Ja, je nachdem, wie stark dein Miniband ist, kannst du die Bewegung größer oder kleiner ausführen. Halte durch, auch wenn es schon ordentlich brennt, die letzten vier.
zwei mehr. Dann lass dein Knie nochmal zur Decke schauen und wir federn zum Abschluss. Dann hast du diese Seite ordentlich geschafft. 8, 7, 4. Und langsam lösen. Komm mit dem Bein nach unten, drück dich hoch und dann wechsel auf die andere Seite. Leg dich wieder ganz bequem ab und das obere Bein beginnt und geht auf und ab. Atme in eine Richtung ein und in die andere Richtung aus. Die letzten 4 Stück. Dann bleib oben mit dem Knie, dreh dein Knie zum anderen Knie und die Ferse zur Ferse. Also mach so eine schöne Drehbewegung in deiner Hüfte. Sehr gut. Nur noch 4 mehr. Dann beenden wir mit Pulses. Und ein letzter, lass dein Knie noch mal zur Decke schauen. Klitzekleine Bewegungen, die allerletzten 8, 7, 4. Und langsam lösen, komm nach unten und dann drück dich wieder nach oben. Setz dich noch mal nach hinten in den Fersensitz, mach dich ganz lang in deinen Armen. Dann nimm deine Hände vor deine Knie und roll dich langsam nach oben auf. Kreis noch ein paar Mal deine Schultern zum Abschluss. Und lass dann die Arme ganz locker hängen. Leg die Hände auf die Matte, die Handflächen schauen nach außen und atme über die Seite ganz tief ein. Und wieder aus. Hol nochmal tief Luft. Zieh dich lang in deiner Wirbelsäule. Und dann ein letztes Mal. Dann leg oben deine Hände aneinander und zieh sie mit dem Ausatmen vor deinen Körper und sag dir selbst Dankeschön, weil du dir diese kleine paar Minuten Auszeit genommen hast. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du hast deine Po-Muskulatur und die Beinaußenseite gut gespürt. Ich freue mich, wenn wir uns in einem anderen Video demnächst auch wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Deine Kerstin.